Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part Let's Play SMP Live Your Dream. Ja, letzten Part habe ich etwas über das 100, ja, doch, passt. Hä? Okay, passt, alles gut. Ja, habe ich etwas über das 100 Abonnenten Special geredet. Da die 100 Abonnenten ja in 4 Abonnenten erreicht, wenn ja, wo ich immer noch, ja, hier, mich total freue. Weil das echt, wenn man sich geil ist. So, ja, Kommentar weiß ich noch nicht, weil, wie ihr vielleicht seht, nehme ich jetzt ungefähr 1 oder 2 Stunden. Wie laut ist das denn? Light, genau. Licht. Wie laut ist das denn? Das ist so laut. Okay. Das ist gerade sehr komisch. Ich habe nur 30 FPS. Das ist sehr komisch. Da kannst du den Sound leiser stellen bei mir. So. ja. Was könnt ihr in dieser Folge sagen? Was wir in dieser Folge machen werden, weiß ich noch nicht. Ich werde mal. Was habe ich denn jetzt für Filmanbrüche? Das gibt's doch nicht. Ich meine, ich habe normalerweise. Gott, wie viel FPS habe ich normalerweise bei Aufnahme? 50, 60? Oder 100? Ich weiß nicht. Ich weiß nur damit, wenn ich. Das gibt's nicht, ne? Das gibt es nicht. Ja. Hätte ich mitgemacht, hätte ich 13 genommen. Weil ich immer 13 nehme, Lotto. Oh Gott, ich kann kotzen, ja. Nein! Na, okay. Wir gehen erstmal tanken. Und zwar an der Billigtankstelle. Weil das billiger ist. Hm? Ergibt Sinn. Ja, was man gleich sagen möchte, und zwar, falls ihr jetzt in den letzten Videos minimale Änderungen an meiner Lautstärke mitbekommen haben solltet, mitbekommen habt, ich weiß nicht, ob ihr es habt oder nicht. Ich teste gerade ein bisschen die Einstellung rum. Es könnte auch sein, dass es einfach so minimal ist, damit man das überhaupt nicht mitbekommt, ja. Aber, naja, in der Nachbearbeitung hört sich das Video dann schon ziemlich leise an, das letzte Video. Ja, ich meine, ich werde das natürlich dann auch noch alles passen, damit der Gamesound nicht zu laut ist oder so, anpassen. Aber, naja, vielleicht müsste ich ja dann noch euer Sound darstellen und so, ja. Also nicht wundern, wenn ihr irgendwas bemerkt habt. Ja, wenn nicht, dann freut euch euer Leben und denkt euch, ja, ist egal. Aber wenn schon, dann wisst ihr jetzt warum. Ja, außerdem, warum mache ich das? Das liegt daran, damit ich normalerweise immer beim Mikrofonpegel von 20 aufgenommen habe. Das Problem dabei ist, dass ich ja ein Großmembranmikrofon habe und das dann meinen Lüftersound mit aufnimmt, ja. Und das ist ziemlich scheiße, weil das braucht schon ziemlich, beziehungsweise es ist unglaublich viel mehr Aufwand. Ja, unglaublich jetzt nicht, aber es ist halt nervig, wenn man das immer dann erst in Audacity reinziehen muss und dann erst hier die Rauschentfernung machen muss und bla bla bla, ja. Das schluckt immer ein bisschen Zeit, ja, das ist dann immer dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich dann sage, nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock, ich mache jetzt wieder morgen ein Video. Fällt halt mal wieder aus, ja, und deswegen versuche ich jetzt gerade mein Mikrofonpflege so umzustellen, damit ich da, ja, das Rauschen des Lüfters nicht mehr im Hintergrund habe. Ich habe jetzt erstmal auf 5 gestellt, das war allerdings ziemlich leise. Also, kam mir jedenfalls so vor, ob das jetzt wirklich so war, weiß ich nicht, aber ich glaube, es war schon ziemlich leise. Und ja, jetzt habe ich das Ganze auf 10 gestellt. Mal gucken, wie es jetzt aussieht, ja. Vielleicht wird sich da in den nächsten Folgen noch etwas ändern. Und wenn nicht, oder wenn ihr nichts merkt, ja, dann, wie gesagt, freut euch einfach. Denkt euch so, ja, merke ich nicht, ne? Ist doch gut. So, ja, ich bin falsch gefahren. Alter, das gibt's doch nicht, was ein Vollidiot. Nein, möchte ich nicht sagen. So, Timer habe ich auch gestartet, ja. Läuft richtig bei mir. Ja, sonst, was soll ich in dieser Folge machen? Alter, sag mal, ist der behindert? Alter. Aha. Driftkönig am Start, oder was? So. Ja, ich habe mir noch mal ein paar Gedanken über das 100 Abonnenten-Special gemacht. Und, naja, falls jetzt schon Kommentare gekommen sind, ja, dann finde ich das natürlich hammermäßig geil. Damit ich hier etwas Zuschaueraktivität auf meinen Videos habe. Falls nicht, schämt euch, ja. Nein, natürlich nicht. Yes, ihr seid alle brav. Solange ihr meine Videos guckt, ja. Ja, das. Nee, hat irgendwie nicht gepasst, dieser Satz. Irgendwie einfach, nein. Naja, ist egal, jetzt ist es zu spät, ja. Wir bekommen nämlich alles umgeschnitten. Wie ihr das wahrscheinlich schon von mir kennt, ja. Wenn ich den Start mal verkacke und mir dann so denke, nee, das lade ich jetzt hoch. Ne? Ich bin ja nicht künstlich, also glaube ich. Ja, ich habe mir da noch mal ein paar Gedanken gemacht. Oh Gott, es ist aber nicht mehr viel Tank.
Ja, und rausgekommen ist damit, dass mit dem Livestream eine mittelmäßig gute Idee war, ja. Kann ich trotzdem tanken? Oh Gott, wenn das gleich in die Luft fliegt, ne? Motor. Tanken. Passt. Also ich brauche super. 10. Oh, funktioniert, cool. Ich ziehe das ab. Oh, ho, oh, oh. Dann nehme ich ja gleich 100. Ah, ich habe nur 38. So, da wird das Geld wahrscheinlich nicht mehr reichen, aber ja, das dachte mir schon. 25? Passt. So, habe ich erstmal wieder genug Tank, um zum Flughafen zu fahren und ein bisschen rumzufliegen. Ja, wo ich jetzt gerade sagen wollte, was ich mir halt dachte, wäre so, ja, Livestream, dann etwas SAMP zocken und so, ne? Ja, allerdings kommt der SAMP auch so standardmäßig. Ja, deswegen. Okay. Deswegen dachte ich mir, okay, ich will ja was Besonderes als Special machen, ja, das soll ja definitiv kein Standard-Video, beziehungsweise in Anführungszeichen Standard-Livestream sein. Auch wenn ich sonst keine Livestreams mache, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Oh, das war so knapp mit dem Geld. So. Ja, deswegen dachte ich mir, ja, ich kann noch irgendwas anderes spielen. Oder eine Minecraft Adventure Map. Das ist jetzt so das erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ja. Natürlich könnt ihr irgendwelche anderen Ideen haben. Was für andere Spiele, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Ja, ich müsste mal meine Steam-Bibliothek durchgucken. Ich habe da, ich glaube, ich habe mir vorhin mein 100. Spiel gekauft. Also da habe ich definitiv genug Stoff. Das Problem ist, ich möchte halt nicht gern irgendein Spiel halt einfach nur kurz anzocken. Ja, entweder, was ich mir dachte, Minecraft Adventure Map wäre ganz gut, wenn man die halt nicht zu lang geht und man die halt in Anführungszeichen jetzt schnell einfach mal durchzocken könnte, ne? Ne, wenn ich jetzt erst irgendwie groß anfange, irgendein Spiel zu spielen, dann, naja, dann ist es wahrscheinlich oder eventuell für euch ziemlich scheiße, wenn ich dir dann sage, ja, okay, ich spiele jetzt hier so eine Stunde, eine halbe Livestream, ja, und dann ist einfach Ende. Nee, das möchte ich nicht. Gut, dann werden wir kurz zum Flughafen fahren. Ein bisschen fliegen. Also wie gesagt, schreibt mir einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Oder wenn ihr vielleicht ein Spiel kennt, ja, weil ich kenne mich leider mit diesen kleinen Spielen echt gar nicht aus, ja. Eben mit so Indie-Games und so, gar nicht, ja. Und deswegen das, was dann auch ungefähr da reinpasst. Ja, was man eben dann auch in einer durchspielen kann. Oder wo es nicht so wichtig ist, wenn man das mal nicht durchspielt, ja. Ja, aber ich sag's mal so, ich habe ja noch etwas Zeit. Wie lange weiß ich selber auch nicht, aber ich denke, es ist noch genug. Habe ich ja schon im letzten Part erwähnt, das kann jetzt innerhalb von ein paar Tagen gehen oder es dauert eben noch einen Monat. Weiß ich nicht. So, dann, ja, ab zum Flughafen. Oh, der Fall ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Aber was soll ich machen, ne? Jetzt ist das jetzt so. Eine Sekunde, ich muss mal kurz so. So. Ja, ich muss kurz meine Kopfhörer anders machen. Ja. Und dazu müsst ihr warten, ja. Ich weiß nicht warum. So, ich hoffe, ich rede nicht anders, ja, weil meine Stimme hört sich voll anders an, das ist voll gruselig. nicht, dass ich lauter rede, so, weil die, weil normalerweise habe ich die Kopfhörer immer nur auf ein Ohr, ja, aber da ich mir jetzt neue Kopfhörer gekauft habe, die sind etwas fester als meine alten und die drücken mir das Ohr so kaputt, deswegen muss ich das auf beide tun oder mir fällt irgendwann das Ohr ab. Ja, und deswegen, ist es also leise, weil das so das komplette Ohr abdeckt, ja, es ist alles leise. Nicht, dass ich plötzlich schneller rede, oh Gott, ich habe das jetzt wahrscheinlich gerade so unglaublich kompliziert ausgedrückt. Ja. Was soll das denn? Okay. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen Ton runterstellen. So, hier, wo ist denn jetzt hier der scheiß Ton da? So. Damit es für mich nicht so laut ist, ja, euren Sound in Anführungszeichen, kann ich ja dann alles noch im Nachhinein verändern. So, und dann ab zum Flugzeug. Ja, der Fall ist auch schon wieder fast zu Ende. Wir sind bei 9 Minuten 10. So ungefähr. Wahrscheinlich ist es ein kleines bisschen weniger. Und so 10 bis 15 Minuten soll der Fahrt ja werden. Aber ja, wir können noch starten, ja. Vielleicht schaffen wir es auch noch nach SF. Das sehen wir. Ja, äußerst realistischer Steigflug. Das sehen wir dann gleich. Gut, dann so, schnell hier. Und ja, was kann ich denn noch sagen? Falls ihr Hintergrundgeräusche hört, was ich eigentlich schon 10.000 Mal erwähnt habe oder so, ja, dann tut mir das natürlich auch ein bisschen leid für euch, aber ich kann nichts daran ändern, ja. Nur weil ich gerade durch das Headset etwas gehört habe und weiß nicht, ob man das auch im, ja, eben jetzt durch das Mikrofon hört, ja.
Das kann ich leider noch nicht so gut abschätzen, was man hört und was nicht. Das konnte ich noch nie gut abschätzen, ja. Ich dachte mir so, ach ja, das hört man ja gar nicht, ne? Und dann im Video denke ich mir so, oh, das ist ja scheiße lauter als ich. Du bist so scheiße lauter. Nee, jetzt habe ich den Satz zueinander gebracht. Ich wollte ehrlich sagen, oh, scheiße, das ist ja lauter als ich, ja. Jetzt ist alles, glaube ich mal. So, dann hier schnell vor zum Flugstart. So, und beladen. Ja, dann ist dieser Part auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und tschö. Falscher Knopf. Scheiße. Nein. Jetzt tschö.